grüße Sie, liebe Zuschauer auf Television Art Dommage TV, zu einem neuen Vortrag. Dieses Mal werden wir uns beschäftigen mit der Kunst, wie immer. Und meistens haben wir einen Bezug zu einem bestimmten Thema, immer über die Brücke der Kunst. Und heute werden wir uns mit dem Karma des Menschen beschäftigen. Der Vortrag beinhaltet drei Teile. Bleiben Sie also dran. Im ersten Teil gibt es eine Einführung, was Karma überhaupt ist. Im zweiten Teil werden Sie dann noch mehr erfahren über Devachan und Kamaloka, diese Stationen zwischen Tod und einer neuen Geburt und wie man überhaupt wieder in ein neues Leben hereintritt. Und der dritte Teil wird sich befassen mit dem Thema Krankheit und Karma oder auch warum es bei Erdbeben so viele unschuldige Opfer gibt und solche Fragen, die die Menschen ja immer bewegen. Wie immer fange ich an mit einem Gedicht. Diesmal von Johann Wolfgang von Goethe. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser, vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd. Der Weg des Menschen durch unmessbare Zeiträume, wobei Zeit ein Messinstrument der dritten Dimension darstellt, also auf unserer physischen Ebene und nicht in anderen Ebenen, wie auch Albert Einstein nachwies, wird am Ende seiner Entwicklung zu einem Kunstwerk. Also der Weg des Menschen wird am Ende zu einem Kunstwerk führen. Er selbst, der Mensch, ist das Kunstwerk, der Künstler und der künstlerische Auftrag selbst. Dann wird er in das Göttliche selbst eingehen, löst sich jedoch nicht ab vom Irdischen, wie Gläubige der östlichen Glaubensrichtungen annehmen, sondern dann kann er frei im Friedrich Schillerschen Sinn als Künstler am Kunstwerk Erde arbeiten. Jeder Stein dieses Planeten wird eines Tages durchlichtet sein mit Bewusstsein und umgeschaffen zu einem gigantischen Kunstwerk. Mensch und Planet Erde sind ein gemeinsamer Weg der Schöpfung. Der Mensch, der sein Karma, das wir uns gleich näher anschauen, aufgelöst hat und auch keines mehr aufbauen wird, ist Christus gleich und erlöst nun eben gleich das Karma der Erde. Er ist dann persönlich und unpersönlich zugleich. Hier beginnt das Leben in Wahrheit des Gottesmenschen auf Erden. Es hört hier zwar der Karma-Zyklus auf, aber nicht nach unserer Auffassung, wie in den östlichen Religionen eben, sein ganzer Weg auf Erden. Für uns ist er dann schöpferisch gleich Künstler neuer Welten. Hier beginnt er als liebender Schöpfermensch im urchristlichen Sinn. Große Dichter und Denker der Romantik hatten eine Vorahnung hiervon. Auch die Gnostiker wussten dies. Das Kirchenchristentum schaffte diese höheren esoterischen Inhalte über das Werden des Menschen jedoch ab, um sich die Menschen gefügig zu machen. Was Christus in uns wirklich für Dimensionen bereithält, wurde dann Geheimwissenschaft und wenigen Auserwählten zugänglich. Dies hat sich geändert und heute sind viele Menschen reif für diese innere Schule.
Doch ihre Inhalte können wir erst durch den Einstieg in die Gesetze des Karma verstehen. Ein kleiner Vortrag, wie ich ihn jetzt hier halte, reicht nicht aus, um die Komplexität von Karma zu erfassen. Ich kann allerhöchstens Denkanstöße geben und diese sind für viele Menschen schon eine gewisse Herausforderung. Wer allerdings in Karma-Gesetzen beginnt zu denken, erwirbt sich eine komplett andere Lebens-Selbstverantwortung als der, für den alles Zufall oder Gott verantwortlich sein soll. Vielen Menschen ist das Nachdenken über Nicht-Alltägliches allerdings schon zu viel und sie müssen noch Verschiedenes durchleben, bis sie Wesentliches vom Unwesentlichen unterscheiden lernen. Gehen wir weit zurück zu den Uranfängen. Wir wissen aus der geisteswissenschaftlichen Forschung, dass in urfernen Vergangenheiten die menschliche Seele keimhaft vorbereitet wurde durch göttlichen Willen. Die Materie, die wir heutigen Menschen sinnlich erfassen, ist nur eine Ebene allen Seins. Für das Erkennen der feineren Dimensionen benötigt es weitere geistige Organe im Menschen, die zwar latent in jedem Menschen angelegt sind, aber in der Regel unentfaltet wie eine Knospe, die nicht blühen will. So wenig aber wie ein einjähriges Kind in die Klasse der Zehnjährigen etwas in der Klasse etwas verstehen würde, so sind die meisten heutigen Menschen noch nicht in der Lage, diese Organe zu benutzen. Ihre Urteile sind entsprechend, doch auch das hängt mit Karma zusammen. Dennoch leben wir in einer Übergangszeit, nach der viele Menschen über diese geistigen Organe verfügen werden. Am Anfang war sozusagen das Wort Gottes, das erste Seinsprinzip zur Vorbereitung des Menschen, war die Wärme in einem winzigen Teil des Weltalls. An allem Geschehen im Kosmos wirken für uns unsichtbare Kräfte und Wesen mit. Nichts ist wesenlos, abstrakt oder einfach nur funktionell. Diese Sichtweise hat die Naturwissenschaft zugunsten ihrer Forschung entwickelt und geht davon aus, dass sie richtig liegt. In Wirklichkeit erfasst sie nur die tote, nicht lebendige Seite allen Seins. Sie wird Leben an sich nie erklären können. Unsichtbar für das physische Auge entstand nun eine gesammelte Wärme, ähnlich der Wärme, die wir im Herzen haben, wenn wir Liebe fühlen. Es ist keine Temperatur und doch ist es Wärme, das Gegenteil von Kühle, Kälte. Hier sind wir bereits am ersten Punkt der naturwissenschaftlich unerklärlichen Phänomene. Was ist das, die Herzenswärme? Es ist nicht erklärbar und doch ist sie es, die zuerst entstand. Ein warmes Herz liebt, also hat Wärme mit Liebe zu tun. Und so war da etwas wie Liebe im Universum. So entstand aus dem Ganzen eine gewisse Teilung in zwei Teile, Wärme und Nichtwärme drumherum. Und genau genommen hat es vielleicht etwas mit unserem späteren Herzen zu tun. Das Zentrum unseres physischen, seelischen, geistigen und spirituellen Seins. Wir leben warm. Wir lieben warm, nicht kalt. Diese sogenannte Wärme sammelte sich konzentrisch und der Ort der Versammlung wurde von den Okkultisten, die dies schauten, Alter Saturn genannt.
also eine noch nicht feste Vorstufe des Saturn. Denn auch die Planeten unseres Sonnensystems entwickeln sich in ihren Verhältnissen nicht getrennt, sondern in Konstellation nun zum Menschen. Wäre dem nicht so, gäbe es keine Astrologie. Unser Sonnensystem und wir Menschen sind von Anfang an ein Synergiesystem des Werdens und Vergehens. Nun nahm die Entwicklung des Weiteren ihren Lauf. Eine neue Qualität tauchte auf. Man könnte es als Ausstrahlung, Strahlung, Aktivität, Lebendigkeit, Vibration, Schwingung oder Sonnenkraft bezeichnen. Das Ätherische verdichtete sich strahlenhaft vibrierend und es kam die Sonnenkraft in die Vorstufe Mensch. Zur Liebe kam die Lebensurkraft, Sonnenhaftigkeit und die Vor- oder Präsonne, das Ätherische, also eine weitere Grundlage für eine Bildung eines künftigen lebendigen Leibes, ein künftiger Bildekräfteleib oder Lebensleib. Ich sage das hier in allergröbsten Umrissen. Sie können es auch selbst nachlesen in Akasha-Chroniken, Großer Seher. Und auch die alten Veden geben Zeugnis davon. Das heißt, die sieben Rishis, wie Sie sie beim Vorspann unserer Sendungen abgebildet sehen. Der Präätherleib des Menschen, das, was wir eben Lebensleib nennen, entstand in einer Art sonnenhaften Zentrierung oder Ausstrahlung. Auch die Sonne selbst bildete sich daran. Sie entstand nicht einfach nur als seelenloses Feuer, wie Astronomen denken. Nichts im Universum ist sie wesenlos, nur rein materiell. Es ist umgekehrt. Alle Verdichtung entstammt geistigen Impulsen. Wäre es nicht so, müssten wir uns Menschen längst erforscht haben, bis auf die Urgründe unseres Seins. Die nächsten Qualitäten entstanden als Vorstufe zu dem, was wir seelische Empfindungen, Gefühle nennen. Sie sind neben der Wärme und Lebendigkeit, dem geistig Sonnenhaften, nun dem wässrig Fühlenden nahe. Und aus dem Sonnenäther löste sich ein Teil ab zu dem, was die Okkultisten den alten Mond nannten. Dieser Teil schwimmt zunehmend als wässrige Kugel im All, wässrig nebelhaft, langsam verfestigend über ungeheure Weltenzeiträume. Die Seelenlandschaften bestanden aus ersten Gefühlen, Trennungen von Seele zu Seele, Empfindungen bildeten sich am Gegenüber. Es entwickelte sich eine neue Stufe, die wir Astralität nennen. Die energetische Grundlage für Fühlen, Wahrnehmen, Sinnesempfindungen und so weiter. Die Urmenschenseelen entstehen durch beginnende Unterschiedlichkeiten, die Vorstufen zum gegenseitigen Ertasten, Erfühlen, Erschmecken, Riechen, Sehen. Die Vorstufe für das, was später als das Astrale ein typischer Wesensanteil des Menschen werden sollte. Der alte Mond entsteht durch das Abspalten von der Sonne, irgendwann an dem Punkt der Reife, um künftige Geistesqualitäten hervorbringen zu können. Aber aus dem gasförmig ätherisch Sonnenzuständen spaltet sich nun dieser mehr wässrig dickflüssige alte Mond ab.
Die Zustände sind stets im Werden und Vergehen. Man darf sich das nicht allzu konkret physikalisch vorstellen, denn dem Physikalischen liegt ja nach unserer Auffassung stets das geistige Wirken zugrunde. Die Astralleiber und Ätherleiber der Menschen-Urseelen trennen sich weiter voneinander. Und dieser Prozess zeigt ein wenig schon, wohin dieses Phänomen Mensch einmal hin soll. Es soll etwas Großes, Reines, Erhabenes, ja geradezu göttlich Spiegelndes werden. Und dazu bedarf es weiterer Stufen. Mit Gefühlen kommt ja auch schon die anfängliche Sympathie und Antipathie, das Gut und Böse, das Schöne und Unschöne. Dies geschieht nun durch das Wirken hoher Wesenskräfte, die man auch Engel oder in diesem Fall luziferische Wesenheiten nennt. Doch ohne ihr herabfallendes Wirken kann keine Freiheit zum Beispiel für das Fühlen, Denken und Wollen jemals entstehen. Ein Teil dieser Seelen bricht jedoch so herunter in abartige, abscheuliche, absurde Strukturen, dass im Zuge mit ihnen ein späteres, hohes, göttliches Veredeln der menschlichen Seele ausgeschlossen scheint. Sie sollen ihren weiteren Werdegang auf den Entschluss himmlischer Räte hin gesondert gehen können und einen Wohnplatz hierfür erhalten. Zu dieser Möglichkeit verhalf nun das Spalten des Mondes in zwei Teile. Und der kleinere wurde diesen abgefallenen Vormenschenseelen, die aber keine wirklichen Menschen hätten werden können, zugeteilt. Wenn wir heute sagen, du lebst ja noch hinter dem Mond, ist gemeint, du weißt wohl nicht, was du wirklich sein könntest. Der kleinere Teil wurde zum späteren Mond, also zum Satelliten der Erde, und der größere wurde zur Erde. Doch sind diese Wesen auf dem Mond bis heute auf der Gefühls- und Zyklenebene noch untrennbar verbunden mit dem Menschen. Und die Einflüsse der Mondengeistwesen wirkt in uns Menschen je nach dem Grad unserer Entwicklung mehr oder weniger auf uns ein. Sie verhelfen uns nicht gerade zu höherer Veredelung. Jedoch sind sie ein Teil in uns, der uns zu höherem Bewusstsein verhilft. Die Erde verdichtete sich zunehmend mit den Menschenseelen in beginnend physischer Substanz, doch überwiegend noch nicht grobstofflicher Natur. Die Substanz der Erde und des Menschen nahm zunächst mehr festflüssige Zustände an und gasförmige. Und im Laufe der Evolution schied sich alles das, was wir heute die fünf Elemente auf der Erde nennen: Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Nur innerhalb dieser kann der Mensch zu seiner Ausgestaltung finden. Aus dem kosmischen Geschehen heraus gestaltete sich sein physischer Körper in unvorstellbare Intelligenz mit Hilfe hoher Wesenheiten. Jedes Mineral in uns ist auf weiseste Art hineingekommen. Und jedes Mineral ist Träger geistigen Wirkens. Deshalb würde wahre Medizin heißen, zu diesem Wissen zu gelangen. Paracelsus, Samuel Hahnemann, Bruce Lipton heute kamen oder kommen an Regionen dieses Bewusstseins heran. Eine wahre Medizin der Zukunft wird auch über dieses Heilwissen wieder verfügen.
Dazu muss der hochentwickelte Arzt aber in die Akasha-Chronik des Patienten blicken können. Es sind beispielsweise Substanzen in uns, die man nicht nachweisen kann, aber mit einer Wirkung auf das, was wir nur durch sie sind. Auf der Erdenstufe erlangt der Mensch neben Wärme, Ätherleib, Astralleib nun auch den Mentalleib. Das Ich bildet sich heraus, das Ich-Bewusstsein. Nach der Erdenstufe gelangt der Mensch noch weiter. Die Vorstufen des Menschen vom Urzellsystem entstehen im Schleimwässrigen, die ersten Vorstufen des Körpers. Sie nehmen sich auf der physischen Ebene noch wenig menschlich aus, eher amphibienartig. Durch weitere lange Zeiträume hindurch kommt es auf der Erde und im Menschen zu immer körperlicheren Verdichtungszuständen. Der Mensch baut also immer mehr ein aus dem Kosmos in seinem entstehenden Körper. Doch zunächst ist der Mensch eine skurrile Art Tiermensch. Als sich dann der Körper bildet, ist es kein menschliches Gebilde, sondern es ist ein Tiermensch. Das alte Lemurien bildete sich als erster Kontinent, aber auch noch sehr inkonstant. Zunächst dominiert das Feuerelement, später das Erd- und Wässrig-Luftige. Noch nicht so voneinander verschieden wie später. Die Tier-Menschen-Gestalten nehmen sich darin noch sehr grotesk aus. Sie hatten aber ein anfänglich etwas, ja, was man schon Selbstbewusstsein nennen könnte. Und sie hatten vor allen Dingen auch immer heftiger werdende Triebe. Doch aus diesen Trieben heraus entwickelten sich im Laufe der Zeit auch Empfindungen. Nach sehr großen Zeiträumen dieser Existenzformen kam es allmählich wieder zu einer Abspaltung in Bezug auf eine künftige Menschwerdung. Wir werden demnächst auch noch Lesung machen von Edgar Cayce, der dieses Jahr in seinen Readings auch mitgeteilt hat. Und da spricht er auch über diese Entwicklung. Wir gehen noch vom Tier-Menschen aus. Doch diesmal kommt es wieder zu einer Abspaltung. Das Tier spaltet sich gewissermaßen ab vom werdenden Menschen und folgt einer eigenen Entwicklungsausrichtung, die nicht das Ich, die Selbstreflexion beinhaltet, aber die intensive Ausarbeitung des Astralleibes. Der Astralleib des Tieres gestaltet sich wesentlich stärker aus in seinen Möglichkeiten als die menschliche Abspaltung. Das macht es, dass die Katze im Warmen sich aufhalten kann und im Schnee. Das könnten wir nicht. Wir müssen uns anziehen, ausziehen und so weiter. Das Tier wurde kräftig, groß und durchsetzungsstark. Das menschliche Wesen hingegen eher physisch, astral schwächer und war auch genötigt, zu anderen Mitteln zum Überleben zu greifen. Sein Astral-Äther-Physis-System war den äußeren Verhältnissen weit weniger gewachsen wie die des Tieres. Es musste eben eine andere Fähigkeit zum Überleben entfalten. Und dies war die Vorstufe des Denkens. Was kann ich gegen diese starken Tiere zum Schutz tun? Was kann ich gegen Kälte, Hitze und Hunger tun? Menschliche Gemeinschaften bildeten sich nun zur Verstärkung gegen die wilden Tiere, die definitiv weit mächtiger waren als diese menschlichen Vorstufen, also Urmenschen. Nur durch die zunehmende Ausbildung von wachsenden Denkkräften konnten sie sich am Leben halten. Aber genau das steigerte ja die Intelligenz. Während die Tiere nur ihrem Astralischen folgen konnten,
entwickelte sich bei ihnen jedoch die Denkkraft, neue Handels- und Verhaltensformen je nach Klima, Erdverhältnissen unterschiedlich. So entstanden die ersten Gruppen von Menschen, die als Gruppe zu anderen Gruppen Unterschiede aufzeigten. Die Bildung erster Menschenrassen. Mit wachsender Denktätigkeit und Strategie wuchs auch eine Fähigkeit heran, die das Tier so nicht kennt und auch nie kennenlernen wird. Es ist bewusstere Berechnung von Situationen, Austricksen schwächerer Gruppen, Kreieren von Strategien. Er denkt voraus, denkt zurück, lernt aus den Erfahrungen und beginnt auch andere zu belügen, was das Tier so nie tun könnte. Sein Mentalleib bildet sich heraus, sein Überlebenswille aber artet aus zu Ehrgeiz und Macht, seine Stärke zum Gefühl der Erhabenheit und zum Triumph. Sein Tötungsakt geht über das Überleben hinaus und wird grausamer Akt der Lust. Andererseits aber auch die Liebe und Schönheit beginnen aufzukeimen. Gute und edlere Gefühle bilden sich heran und die ersten Idole aus Stein und Felsbilder entstehen. Wir sind im Bereich der Urkunst, zu der ich selbst viele prähistorisch-expressionistische Kunstwerke, die Sie im Kanal Galerie Art Dommage sehen können, gefertigt habe. Denn mit den ersten Künstlern zeigt sich eine Persönlichkeit, die mehr Wille entwickelt als nur Überleben und Stärke. Der Mensch handelt vorsätzlich aus der Vergangenheit in die Zukunft hinein. In dem Moment entsteht Karma. Karma entsteht erst durch diese Ich-Bildung. Erst als aus der Gruppe Individuen sich herausstellen mit einem eigenen Ich, das gegen andere Iche handeln kann, entsteht Karma. Gutes bewirkt Gutes, Böses bringt Hass, Vergeltung, Rache hervor. Die Verkettung der Individuen zueinander entsteht. Denken Sie, liebe Zuhörer, einst war alles ja dem Geistigen entstiegen. Stirbt jetzt der physische Leib so eines Urmenschen? Stirbt ja nicht alles in ihm. Er hat ja die nicht physischen Anteile, also Äther und Astralleib und Mentalleib. Der Mentalleib ist zu höheren Reflexionen des Ich, das schon immer da war, weiter hinzugekommen. Umso mehr Denkkräfte entstehen, umso ausgeprägter wird der Mentalleib. Die Gehirnentwicklung des Nervensystems entsteht durch die Sinnestätigkeit. Die Inhalte seines Lebens bilden sich als unzählige Inputs in seinem Astralleib ab. Der Astralleib ist die Matrize von allem, was er sinnlich erfährt, wie er reagiert, wie er denkt, handelt etc. Alles bildet sich wie in einer Matrize ab. Sigmund Freud würde hier von Unbewussten sprechen oder Unterbewusstsein. Aber das ist zu ungenau. Es ist vielmehr die Astralität, die schon auf dem alten Mond ausgebildet wurde, also vorbereitet wurde, die alles in sich nun aufnimmt, ansammelt, reinigt, neu verteilt durch Prozesse, auf die wir später noch eingehen werden. Gehen wir nun zum physischen Tod. Ohne den physischen Leib existiert das Ich, jetzt astralisch, ätherisch, mental, mit, wie gesagt, den angesammelten Inhalten, die als Information in sie hineingekommen waren. Das sind nun inzwischen erheblich mehr als damals auf dem alten Mond. Die physischen Werkzeuge und das physische Gehirn fehlen jetzt nach dem Tod aber, um im Astralleib vorhandene Triebe zu befriedigen oder vergangene Handlungen zu rechtfertigen, wie es ja das Gehirn macht.
Das Gehirn kann sich nicht mehr rechtfertigen oder zurechtkonstruieren, wie es das ja gewohnt war, denn es existiert ja nicht mehr. Wie ein Spiegelblatt, glatt geputzter Spiegel, nimmt das Ich reflektiv nun alles wahr, wie es sich ihm darbietet, nach dem physischen Tod. Das Tableau seines Lebens läuft rückwärts im Sauseschritt bis zu seiner Geburt, also rückwärts. Vom Tod wieder bis zur Geburt, das ganze Leben durch. Der lemurische Mensch war jedoch noch auf einer Kindheitsstufe und hatte auch nur wenig Fähigkeit, sehr konkret zu denken. Deshalb sind die hier erwähnten Prozesse, also wo das alles sehr komplex und genau wird, dieses Lebenstableau bei einem heutigen Mensch sehr viel beinhaltet. Und das braucht natürlich lange Zeit, bis man das rückwärts gelaufen ist. Wie gesagt, das war noch auf einer Kindheitsstufe und die Prozesse, die sind dann eben später doch sehr drastisch und sehr vielfältig. Erst im letzten Fünftel von Atlantis, also das ist ja dann der nächste Erdteil, nachdem Lemurien unter dem Meer verschwand, also das ist ja auch zu komplex, jetzt über die Akasha-Chronik so viel zu erzählen, also im letzten Fünftel von Atlantis, da kam auch sehr viel Gutes, Edles, aber auch Böses, Macht und Unterdrückung in die Menschen. Der Mensch wurde sozusagen erwachsen. Und einem Erwachsenen verzeiht man nicht ganz so leicht wie einem Kind. Er muss aus Erfahrung klug werden und Strafe für den Schaden, den er zufügt, erhalten. Das Gehirn wurde ja immer ausgebildeter und die Lebensumstände komplexer. Zurück zum Einzelfall nach dem sogenannten Tod. Viele Einzelheiten waren vom Gehirn vergessen, aber dennoch im Astralleib abgespeichert. Ein ähnliches Phänomen tritt nun auf, wie zum Beispiel bei Savants, die eine ganze Stadt nachzeichnen können, obwohl sie nur einmal drüber geflogen sind. Es ist alles im Astralleib abgespeichert. Jetzt zieht das Tableau des Lebens schonungslos und neutral an ihm entlang, beziehungsweise es kommt alles wieder auf ihn zu. Und nicht so, wie er es gerne hätte. Er durchlebt alles, wie es auf der irdischen Ebene wirklich war. Nicht nur aus seiner Sicht, sondern auch aus der Sicht der anderen. Der Astralleib anderer kommt ohne Filter nun an ihn heran und zeigt Gutes und Schlechtes, Freude und Schmerz. Wie ein Gummiband schnellt alles zurück. Das, was er hinausgab, wird ihm so gespiegelt, als wäre er nun das Gegenüber selbst. Er durchlebt es astral allerdings als unglaublich konkrete Empfindungen, Gefühle, Schmerzen, Not, emotionale Gedanken, Begierden, Verzweiflung. Er hatte einen anderen ermordet, ausgenutzt, arrogant behandelt und durchleidet jetzt nicht mehr gefangen im Apparat seiner selbstgefälligen Sichtweise all die Schmerzen, die er jenem zugefügt hat. Doch das Feuer der Sehnsucht tief in ihm nach Wiedergutmachung brennt und lodert so stark, dass es im Laufe der Zeit die Emotionen und Begierden hinwegfegt. Wir sind sozusagen in der realen Station des Fegefeuers. Wie gut im Wort Feuer das fegt und somit reine macht. Seit der Mensch ein zumindest anfängliches moralisches Ich hat, seit dieser Urferne, hat sich dieser Prozess an sich nicht geändert. Und niemand kann ihm entgehen, es sei denn, er wäre schon im irdischen Leben so rein, dass er gar kein Material zum Verbrennen angesammelt hätte. Dahin allerdings bedarf es des langen Evolutionsweges des Menschen mit all seinen zahllosen Erfahrungswerten.
Eine protestantische Kirche, die das einfach leugnet und den Mörder vor Gott mit dem Heiligen gleichsetzt, ist in sich weder logisch noch jemals verstehbar. Seltsam intellektuell zurechtgezimmert und gleichzeitig auch naiv. Man hat den Eindruck, sie wolle mit der Auflösung des Fegfeuers nur Schafe in die Kirche bekommen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Auch die katholische Kirche leidet unter dem Desaster der nachtodlichen Verwirrung. Einerseits der liebende Gott, der ohnehin alle gleich lieb hat, andererseits dann doch das Fegfeuer plus Hölle für die ganz Schlimmen. Sie spricht sich konkret dazu jedoch nicht aus. So gesehen nimmt Gott dann doch erst die reuigen Seelen an. In dieser Lage ist die Abhängigkeit von Priestern jedoch auch gewährleistet, die einen so durch das Leben führen sollen, dass sich wenig Schlechtes in Taten ansammelt. Mit der Lehre von Karma und einem selbstverantwortlichen Menschen hätte man keinen milliardenschweren Vatikan mit den mächtigen Vertreter Gottes aufbauen können. Hierzu braucht es zahlende und untertänige Menschen, die sich Autoritäten unterwerfen und ihr Leben nicht wirklich selbst in die Hand nehmen. Die Gnostiker und Essäer der ersten Jahrhunderte nach Christus wussten von Karma und Wiedergeburt. Doch diese Lehre schaffte man im 5. Konzil in Konstantinopel 553 endgültig aus den Schriften ab. Man schrieb Texte nach Belieben um. Später rottete man auch noch alles aus in den nun zu missionierenden Kolonien, inklusive des noch oft vorhandenen spirituellen schamanischen Wissens um geistige Welten. Doch sehen wir die Situation später an, und viele dieser Kolonien sind den Industrieländern geistig und materiell zum Opfer gefallen. Ein Konglomerat von Kirche, Macht und materieller Ausnutzung bildete sich bald heran. Die Bekenntnis zu Karma und Wiedergeburt, zum Beispiel des Buddhismus, hat noch nie in der Geschichte der Menschheit mit dem Schwert für ihre Durchsetzung gekämpft und wird es auch nie tun, da der Mensch von innen her für sie reif und bereit sein muss und gar nicht gezwungen werden kann. Kommen wir zurück zum Kamaloka, zu Fegfeuer und Hölle. Circa ein Drittel der physischen Lebenszeit hat der an die Seele gebundene Astralleib des Menschen nun die Reinigung durchzumachen. Doch im gequälten Menschen, der Reue zeigt, keimen die Regungen nach moralischen Verbesserungen. Er will wieder gut machen, gut sein. Doch das Durchleiden im Kamaloka allein genügt nicht. Er geht den Weg rückwärts bis zu seiner irdischen Geburt, wie ja schon am Anfang beschrieben. Er kommt nun gereinigt bis zum Moment der Zeugung, des Tores damals, als reines und unschuldig wirkendes Wesen in die irdische Welt. Und da angekommen, als reines Wesen eines Neugeborenen oder noch Embryos oder noch davor, geht er jetzt wieder noch weiter zurück. Und nun kommt er in den Weg nach himmelwärts. Also er geht noch weiter zurück und geht jetzt den Weg zurück, den er einst herabstieg, um sich bei Eltern zu inkarnieren. So gelangt er wieder in die unvorstellbar schönen, reinen Hallen des Devachan oder des Himmels. Er liebt alles und erfährt göttliche Liebe durch viele Hierarchien hindurch, je nach seiner Seelenreife. Wir haben die sieben Himmel. Doch er darf dort nicht bleiben, was er gerne tun würde. Als Mensch muss er diese göttliche Liebe auf Erden verwirklichen. Das war ursprünglich der Auftrag Gottes für den Menschen. Er
nimmt aber das hohe Licht als Erfahrung mit, die in seinem Herzen immer verbleiben wird. Und vielleicht sieht er in einer oder in einem geliebten Menschen später, in den Augen dieses Menschen, dieses Himmelslicht als Abglanz leuchten. Gerade deshalb muss er wieder zur Erde, dort beweisen, ob er in der göttlichen Liebe verbleiben kann und auch vieles an anderen wieder auf der physischen Ebene gut machen kann, mit dieser Liebe in seinem bald wieder verkörperten Astralleib und dann seinem physischen Leib und seinem physisch schlagenden Herzen. Sein Herabstieg beginnt. Gute Nacht, ihr meine Freunde, alle meine Lieben, alle, die ihr um mich weint, lasst euch nicht betrügen. Diesen Abstieg, den ich tue, in die Erde nieder. Seht, die Sonne geht zur Ruhe, kommt doch morgen wieder. Mit diesem Gedicht von Ernst Moritz Arndt möchte ich den ersten Teil des Vortrags über Karma nun beenden. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.